Jenseits der Schlossbrücke über die Spree, das Berliner Landgericht am Tegeler Weg. Um das Landgericht herum die Wohnungen von Beamten und Angestellten. Vor 20 Jahren, im November 1968, demonstrierten in diesen Straßen Studenten, junge Arbeiter und Lehrlinge. Sie solidarisierten sich mit dem Rechtsanwalt Horst Mahler, gegen den im Landgericht ein Ehrengerichtsverfahren lief. Der Generalstaatsanwalt forderte Berufsverbot wegen seiner Teilnahme an der Anti-Sprenger-Demonstration. Die Vorgeschichte. Ostern 68, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, beteiligt sich Horst Mahler an der spontanen Demonstration gegen den Springer Verlag in der Kochstraße. Die außerparlamentarische Opposition macht den Springer-Konzern mitverantwortlich für das Attentat. Sie spricht von systematischer Hetze der Springer-Zeitungen gegen die APO und Rudi Dutschke. Reaktion der Springer-Zeitung Berliner Morgenpost. Einpeitscher gegen unsere rechtsstaatliche Ordnung und eigentlicher Führer der antiparlamentarischen Opposition, der sogenannte Rechtsanwalt Horst Mahler. Die Karikatur eines Rechtswahrers, der Anwalt Mahler, der am Abend des Gründonnerstag in der ersten Reihe der Aufrührer nachweislich den Sturm auf das Springerhaus mitführte. Es gab das Attentat auf Rudi, es gab die Demonstration gegen Springer, an denen ja Zehntausende von Leuten, nicht nur in Berlin, teilgenommen haben. Das ist, also die, das, was die Polizei dann die Ausschreitung Krawalle nannte, das hat sich ja quasi in allen westeuropäischen Großstädten ereignet. Und nun wird ein einzelner Mensch, Horst Mahler, willkürlich herausgegriffen und sozusagen zur Verantwortung gezogen für etwas, für das jeder von uns zur Verantwortung hätte gezogen werden können. Es gab ja Dutzende, die also ganz was anderes gemacht haben als Horst Mahler, bei den Springer-Demonstrationen beispielsweise. Und das ist eine grenzenlose Wut gewesen. Also es ging um eine Solidaritätsaktion für den Rechtsanwalt und Genossen Horst Mahler, der damals mit einem Ehrengerichtsverfahren überzogen worden war, natürlich mit dem Ziel, ihn als Rechtsanwalt aus dem Verkehr zu ziehen. Und Horst Mahler war ja eine Symbolfigur der APO gewesen und deswegen erschien es uns besonders wichtig, eine effektive Solidarität für ihn zu organisieren. Berlin-Charlottenburg, Landgericht Tegeler Weg.
verbissen politisch gesehen hätte. Es war auch eine Spannung dabei und es war sehr viel Emotionales dabei. Und hatte dann irgendwie, wurde das Gitter vorne freigerissen und ich bin dann durch diese offene Stelle gegangen. Da war so eine kleine Abrisshausfläche und da habe ich ein paar Steine aufgesammelt, weil ich dachte, vielleicht kann der eine oder andere sie gebrauchen. Ich selber kann nicht werfen. Ich schmeiß die Steine auf meine eigenen Füße. Und da kam plötzlich ein Polizist auf mich zu. Ich hatte meinen Parker an und hatte die Steine so in die Tasche gestellt. Und der fummelte dann immer an mir rum und riss mir die Arme aus den Taschen. Und dann polterten die Steine dann so runter. Und dann musste ich so lachen, weil ich das irgendwie von der Situation her ein bisschen komisch fand. Und dann war er eigentlich ganz freundlich und führte mich zur anderen Richtung hin, zum Tegeler Weg hin, zur Absperrung und sagte, los Mädchen, geh nach Hause. Und dann dachte ich so, ach, das war ja wohl noch nicht alles. Irgendwie ist die Demonstration noch nicht zu Ende. Du kannst nicht einfach, weil der dich da nach Hause schickt, auch brav nach Hause gehen. Das Anliegen ist noch nicht ausreichend vorgetragen. Rannte noch in einen Hausflur rein, weil ich dachte, es ist besser, du bist irgendwo im Hausflur, dann rennen die alle an dir vorbei. Aber in dem Hausflur standen nun leider Bewohner, die mit den Studenten nicht viel im Sinn hatten. Und die schmissen mich raus und sagten, sollst dein Fett abkriegen. Das fiel wörtlich, ja. Und dann stand ich da so vor der Tür, wusste noch nicht richtig, tust du jetzt unbeteiligt oder wie machst du das? Aber irgendwo muss ein Polizist, der an mir vorbei hinter den anderen Studenten herrannte, wohl gemerkt haben, so von der Kleidung her muss die dazugehören. Und dann kriegte ich einen mit dem Schlagstock ab. Tat ein bisschen weh, aber es war nicht übertrieben. Und habe mich dann sofort fallen lassen, weil ich dachte, ein toter Maikäfer ist immer noch besser als hier nun irgendwie wegzurennen. Und während ich so da lag und so ein bisschen so hochschielte, so lag ich, wurde ich von einem anderen Polizisten hochgerissen. Und der nahm mich dann richtig brutal in die Mangel. Nicht? Der versuchte mich so am Arm so über die Straße zu ziehen. Dann riss er, das Bild gibt es ja glaube ich auch nicht, riss er mich so, führte mich dann so ab, also auch ziemlich brutal. Ich musste nicht mal die Steine selbst ausbuddeln, die wurden mir immer vor die Füße geworfen. Irgendwie musste sich nur bücken und schmeißen und schmeißen und schmeißen irgendwie. Und das haben ja fast alle gemacht irgendwie, oder an vielen Ecken wurde geschmissen. Und es war natürlich ein völlig neuer Anblick zu sehen, dass die Bullen irgendwie gerannt sind. Vorher sind wir immer gerannt in völliger Panik. Und dass sie plötzlich mal die Hilflosen waren und sie die Ohnmächtigen waren und wir das Gefühl von Macht hatten, nachdem wir lange Zeit uns doch relativ ohnmächtig gefühlt haben, der Staatsgewalt gegenüber. Das war eigentlich das Neue und dieses... Ich bin auch ein paar Tage später, wenn ich einen Polizisten gesehen habe, habe ich immer gesagt, denk an die 137 Kollegen, denn es waren 137 verletzte Polizisten, mehr als von unserer Seite verletzt war, sonst war es auch immer umgekehrt. Da kam dieser Macho raus, irgendwie, ne, so dieses, jetzt sind wir die Stärkeren oder so, völlig lächerlich und grotesk eigentlich, ne. Aber so schnell hat sich das irgendwie auch im Geist verfestigt, dass man eben so gedacht und gehandelt hat. Horst Mahler, was ist die Würde, die man zur Schau tragen muss, um Rechtsanwalt sein zu können? Diese Würde ist das Pathos der Herrschenden und derjenigen, die sich mit ihnen identifizieren. Das Pathos, mit dem die Brutalität und der Zynismus der Unterdrückung so erfolgreich verschleiert wird. Der Durchbruchversuch in der Osnabrücker Straße scheitert. Die Demonstranten versuchen jetzt, über den Tegeler Weg zum Landgericht vorzudringen. Ende Exmaler! Ende Exmaler! Ende Exmaler!
Der Tag begann mit Szenen von eigentümlicher Wildheit. Zuerst wurde ein Polizist hoch zu Ross von einem großen Pflasterstein im Gesicht getroffen und fiel zu Boden. Man bemühte sich um ihn. Dann wurde von mehreren berittenen Polizisten ein Student durch ein Garagenareal gejagt. So etwas hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Das war also ganz ungeheuerlich. Und auf beiden Seiten wurde einfach Unrecht begangen gegen die normalen Normen der Gewaltlosigkeit. Dann ging es in einer anderen Straße weiter. Man riss sich gegenseitig die Hamburger Geräte weg. Es wurde etwas getan, was vorher sich niemand getraut hatte. Man stieg nämlich auf den Wasserwagen und auf den Wasserwerfer und riss verschiedene Teile dieses Autos ab. Und dann flogen die Steine hin und her und ich dachte ab und zu, es wäre vielleicht ganz klug, den Kopf nicht weiter hinzuhalten. Das habe ich aber dann doch nicht getan, denn hätte ich meinen Kopf geschützt, dann wäre ich auch nicht zu Bildern gekommen. Und schließlich war ich da, um Bilder zu machen. Hat denn auch die Studentenbewegung deine Fotos verwandt? Hat sie damit gearbeitet, ja, Öffentlichkeit hergestellt? Hat sie. Die Untersuchungsausschüsse an der FU haben meine Bilder verwandt. Also einer der ursprünglichen Anlässe war nämlich, das zu dokumentieren, was die Presse ausliest. Ich bin auf den Kudamm gegangen, hinter einem Mädchen, das ich aus dem SDS kannte. Ich glaube, Sigrid Rüger hieß sie. Und ein Polizist trat sie von hinten auf höchst unanständige Weise, und als sie sich umwandte und ihn nach seinem Namen oder nach seiner Dienstkarte fragte, sagte er nur ganz schnodderig, meine Dienstnummer ist 4711, und dieses Bild wollte ich gemacht haben, und darauf habe ich auch geachtet. Es ist eine Obszönität ohnegleichen, dass die Presse einfach nur den Studenten alles in die Schuhe schob, aber die Polizei davon freihielt. Und da gab es eine Informationslücke, die ich gefüllt habe. Natürlich waren meine Käufer nicht die Polizei oder der Verfassungsschutz oder die Springerpresse, denn die wollten das ja eben nicht sehen, sondern die wollten von der Gegenseite was sehen. Horst Mahler. Da man sich, um würdig zu sein, mit seinen Unterdrückern identifizieren muss, mir aber diese Identifizierung nicht gelingen will, was kann ich, was soll ich zu meiner Verteidigung vorbringen? Traute, du hattest für die Demonstration zum ersten Mal einen Blaukreuz-Sanitätswagen organisiert, bist hier am Mierendorfplatz gestanden. Wie bist du eigentlich auf die Idee mit dem Blaukreuzwagen gekommen? Tja, zu den Pariser Mai-Ereignissen war ich zufällig in Paris, weil ich von einer Urlaubsreise da von Südfrankreich wieder kam. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, als diese eine große Demonstration stattfand, als sie den Cohn-Bendit nicht wieder nach Paris einreisen ließen. Und da habe ich daran teilgenommen. Das war unglaublich militant und mit vielen verletzt, und da hat mir ganz doll imponiert, wie die dort in die Franzosen, also die französischen Linken, so einen medizinischen Dienst aufgebaut hatten. Und da hatte ich da in Paris gedacht, sowas muss ich in Berlin machen. Das stand auch an zu der Zeit. Ja. Ich war ja damals schon fertige Ärztin. Also es gab ja zu der Zeit in der Studentenbewegung wenige, die so berufstätig waren und auch als Ärzte schon gearbeitet hatten. Habe also meine Arbeitskraft sozusagen zur Verfügung gestellt. Und wir hatten einen VW-Bus und einen Platz. Und davor und dahinter hatten wir so jeweils zwei Privatfahrzeuge hingestellt zum Abtransportieren von Verletzten. Das war richtig durchorganisiert. Da waren die entsprechenden Leute eingeteilt und die Autos standen bereit. Das waren so über 70 Verletzte. Das waren hauptsächlich Verletzungen durch Steinwürfe, denn auch die Polizei hat Steine geworfen, was man ja auch auf den Fotos sieht. Und Schlagstockverletzungen, also erinnere mich noch genau an einen Lehrling, den musste ich so richtig wiegen, weil er so im Schock war und einen Nasenbeinbruch hatte. Und Brandverletzung von diesen Tränengaswurfkörpern, ne? Die haben manche dann genommen und zurückgeworfen und haben sich dann Hände verbrannt.
Ich sag mal so, alle Demonstrationen, die wir vorher gemacht hatten, die waren gewissermaßen getragen von dem Wunsch nach Aufklärung. Das heißt, wir hatten eigentlich die Vorstellung, sagen wir mal, durchaus auch durch Provokation, durch Regelverletzungen, durch die Anwendung symbolischer Gewalt, sozusagen eine Öffentlichkeit herstellen zu können, in der wir mit dieser Öffentlichkeit über unsere Anliegen, von denen wir ja ausgingen, dass sie sozusagen lebenswichtig, also im globalen Maßstab lebenswichtig sind, diskutieren könnten. Also die Demonstrationen hatten das Ziel, eine Provokation mit einer Provokation eine Öffentlichkeit herzustellen, in der es dann möglich war, sozusagen rational zu diskutieren über unsere Anliegen. Wir haben jahrelang über den Vietnamkrieg geredet, wir haben jahrelang Flugblätter verteilt und waren nach wie vor konfrontiert einer Öffentlichkeit, die uns gesagt hat, geht rüber in den Osten, oder die uns zumindest, wenn nicht feindselig, so doch aber auf jeden Fall gleichgültig gegenüberstand. Das war also durchaus eine sehr, sehr frustrierende Situation gewesen. Und wenn man sozusagen immer wieder diese Erfahrung macht, dann kommt man natürlich an einen Punkt, wo man überlegt, dann scheint offenbar in unserer eigenen Strategie und Taktik etwas falsch zu sein. Die Demonstration des Tegeler Wegs ist sozusagen die erste Demonstration gewesen, die daraus gewissermaßen eine praktische Konsequenz versuchte zu ziehen. Der Gedanke war, Ohnmachtsverhältnisse solidarisch zu durchbrechen. Und das war in der Tat ein Wechsel gegenüber dem alten Aufklärungsgedanken, der ja ganz rational fundiert war. Während jetzt ins Spiel kam die Idee, lebenslange Abhängigkeits- und Niederlagenerlebnisse zu durchbrechen, und zwar bei uns selbst und auch bei den Arbeitern, denen gewissermaßen exemplarisch gezeigt worden werden sollte, wie Ohnmachtsverhältnisse durchbrechbar sind. Und damit war natürlich auch in gewisser Weise Macht angesprochen und die Machtfrage gestellt, allerdings nicht im Sinne der Machtergreifung im Staate, sondern der Macht der Gegenmacht. Der Gegenmacht der Demonstranten oder der Gegenmacht der bisher Unterdrückten. Ja. Das Neue an der Strategie der Demonstration, wie sich im Tegeler Weg dann so zeigte, das war die Konfrontation mit der Polizei, die direkte, unmittelbare Konfrontation mit der Polizei. Also sozusagen die Machtfrage sollte gestellt werden. Die unmittelbare Angriff auf den Staatsapparat. Das ist das Neue gewesen, das ist das gewesen, was bei den Demonstrationen vorher wirklich nicht der Fall war. Gegen 10 Uhr, die Polizei drängt die Demonstranten Richtung Schlossbrücke, weg vom Landgericht. Etappen eine Organisation verriet und eine relative Ordnung, wie sie bisherige Demonstrationen nicht verraten haben. Und das hängt wiederum damit zusammen, dass die Demonstranten eben nicht ausschließlich Studenten waren, die ja noch im Ostern im panischen Schrecken vor zwei Polizeiketten 2000 Studenten den Kurfürstendamm heruntergerannt sind, sondern dass diese Demonstration bestand aus einer Melange von Lehrlingen, jungen Arbeitern und gewissen Kadern an der Universität, insbesondere eben denen, die unmittelbar von der Justiz betroffen waren. Und was wir daraus lernen, aus dieser Demonstration, ist das, dass wir tatsächlich in einem viel stärkeren Maße, als wir jemals angenommen haben, solche Aktionen und Demonstrationen planen können und dass wir auch den Einsatz der Gewalt planen können. Was mich selbst zum Beispiel anlangt in dieser Demonstration, so war mir von vornherein klar, dass ich eben so militant wie möglich vorgehen würde dort. Aber mir war natürlich nicht klar, dass das diese Formen annehmen würde und diese relative taktische Geschlossenheit annehmen würde.
Erstens sondern möchte ich wirklich mal ganz simpel die Frage der Quantität dieser Rocker wissen, die an dieser Demonstration teilgenommen haben. Es könnte jede Stadt von anderen Erfahrungen sprechen und von gleichen Erfahrungen sprechen. Wir wissen genau, dass diese Militanz, die eben hier wieder als bloße Militanz gefeiert wird, dass die auch in ihr Gegenteil ausschlagen kann, dass von den gleichen Rockern, mit denen wir eben noch demonstrieren, morgen verprügelt werden können. Das heißt also so, auf dieser Ebene kann man es nicht diskutieren. Das mag für einige Genossen wünschenswert sein, ja. Aber ich meine, hier scheint mir wieder etwas zu sein, was auch vorhin schon mal den Berlinern zum Vorwurf gemacht worden ist, dass hier Einzelerfahrungen einer Art und Weise hochgespielt werden, die in keiner Weise politisch relevant sind. Ja, kann es sein, also dass deine forcierende Rede und die Sprache im Film, dass sich dahinter auch ein Stück Ratlosigkeit verbirgt, weil also du und viele Studenten doch nicht wussten, wie es nach der Demonstration weitergeht? Ja, also einmal muss man sagen, dass die Rhetorik der damaligen Zeit gewaltschwanger war und auch also vollkommen liebenswürdige Menschen und friedliche sich einer Terminologie bedienten, bei der ständig von zerschlagen die Rede war. Ich habe eben beim Wiederangucken dieses in dieser kurzen Passage bemerkt, dass wir doch alle sehr unter Druck standen, dass es sehr gepresst klingt und dass sicher auch etwas Angst spürbar war, das Gefühl, mit dem Rücken zur Wand zu stehen und natürlich auch Ratlosigkeit über den weiteren Weg. Ja.